Der lange Weg nach Orbadok. Eine unheilverkündende Vision liegt über Geronimus erstem Flug nach Orbadok. In einem Sturm wird er von seiner Familie, den fliegenden Schweinen, getrennt und ist nun unerfahren und, jung wie er ist, auf sich allein gestellt. Es beginnt ein Wettlauf gegen die Zeit. Bis zum Odelinstag muss Geronimo das kostbare Amulett der Sippe nach Orbadok bringen. Sonst verlieren die fliegenden Schweine ihre Flugfähigkeit. Unterwegs befreundet er sich mit der Krähe Deborah. Gemeinsam machen sie sich auf den Weg, auf dem Begegnungen mit magischen Wesen, neue Freundschaften, aber auch viele Gefahren und Abenteuer auf sie warten. Eine berührende Geschichte über Freundschaft und darüber, wie der Glaube an sich selbst Flügel verleiht.